Sie nennen sich Erna und die Berts und haben sich den Gassenhauern der deutschen Schlagerlandschaft der 60er und 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts verschrieben. Und dafür bringen sie alles auf die Bühne, angefangen von den Kostümen über authentischen Sound bis hin zu damalig angesagten Tanzschrittkombinationen, um ihr Publikum in die Hochzeiten der ZDF-Hitparade zurückzuversetzen. Die sechsköpfige Schlagerformation besteht aus gestandenen Musikern der Region, die in den vergangenen Jahren in unterschiedlichen Rock-, Blues- und Country-Formationen bekannt geworden sind. Erna, das ist die Frontfrau-Sängerin Anja Kretz aus Anroth, und die Berts, das sind der Singbert, Klaus-Dieter Börner aus Hüttenberg-Hörnsheim, Tastenbert, Frank Jöckel aus Großenlinden, Trommelbert, Sandro Schwertfeger aus Watzenborn-Steinberg, Bassbert, Robert Kraft, ebenfalls aus Watzenborn-Steinberg, und last but not least, Gitarrenbert, Michael Kraft aus Anneroth. Für die Idee zeichnet Frontmann Klaus-Dieter Börner verantwortlich, der es anfangs allerdings alles andere als leicht hatte, seine Idee in die Tat umzusetzen, denn so mancher Musiker, den er für das Projekt gewinnen wollte, fand es schlichtweg zu peinlich, sich dieser Musik zuzuwenden. Aber all diesen Widrigkeiten zum Trotz hatten Erna und die Berts im vergangenen Herbst im rappelvollen Anneröder Struffelpeter ihr Debüt und begeistern seitdem ihr Publikum wie hier auf dem Schiffenberg mit Songs wie Schuld war nur der Bossa Nova, Liebeskummer lohnt sich nicht mal Darling oder Er gehört zu mir wie mein Name an der Tür. Und wer die sechsköpfige Kultschlagerformation auf dem Schiffenberg verpasst hat, kann Erna und die Berts ja noch am Samstag, dem 28. Juli bei den Golden Oldies in der Poststraße von Kroffdorf-Gleiberg sehen. Viel Vergnügen!